Tag, eine neue Welt hier in Minecraft mit Toni. Guten Tag. Hallo, liebe Leute. Toni liebt Minecraft. Und letzte Folge hat Toni ihr Zeugnis bestanden. Sie hat tatsächlich einen Gast umgebracht. Einfach umgebracht. Genauso wie sie auch Tobi umgebracht hat. Denn wir haben nämlich hier hinten ein RIP-Tobi-Schild von unserem gelben Lieblingsschaf. Wegen Toni, weil sie nicht gut genug auf ihn aufgepasst hat. Nein! Leute, es stimmt nicht. Und zwar Roman hat irgend so einen bissigen Wolf angehauen. Und der ist dann einfach zu Tobi eingebrochen. Das ist eine Lüge. Der Wolf ist von alleine gekommen. Dann ist er einfach in das Gehege, was du für ihn gebaut hast, was nicht sicher war, ist er reingegangen und hat ihn einfach umgebracht. Und jetzt hängt er hier. Ja, und ich möchte auch noch mal kurz sagen, Toni hat einfach die Wolle irgendwo in so einem Villager-Dorf gelassen und ich habe die dann geholt und dann habe ich hier den Schrein für Tobi gebaut. Sonst wäre der nämlich noch immer da hinten im Dorf. Ich weiß ganz genau, was du da gemacht hast. Und deswegen, Toni, kriegst du hier den Preis. Und zwar eine Träne. Hey, oh Mann, über die 4 bin ich immer noch nicht hinweg. Aber ich habe wirklich diesen Gast getötet. Das war einfach krass. Das war richtig krass. Und deswegen, Toni, habe ich ein Angebot für dich. Ich gebe dir 500 Euro, wenn du meine Challenge schaffst. 500 Euro, oh mein Gott. Hä, ja, klar. Du musst es schaffen, 4 Blöcke weit zu laufen. Und zwar hier oben, du musst es einfach nur schaffen, diesen Goldnugget da in der Ecke aufzuheben. Ja. Und du hast hier ein paar Spinnenweben vor dir. Und du musst mit einem blockierten Schild hier rüber. Und wenn du diesen Goldnugget aufheben kannst, Toni, kriegst du 500 Euro. Du hast insgesamt 25 Sekunden Zeit. 500 Euro, Roman, wirklich? Ja. 3, 2, 1. Blocken, sneaken und durch. Meine werten Damen und Herren, währenddessen Toni die nächsten 8 Stunden hier beschäftigt sein wird. Guck mal, wie langsam du bist. Du bist so lang. Drückst du gerade geradeaus? Ja, ich drücke gerade aus. Oh mein Gott, du bist so langsam. Alter, es ist so unfassbar langsam. Schau dich das mal an. Das ist die langsamste Art und Weise, in Minecraft tatsächlich sich zu bewegen. Tja, diese 500 Euro kriegst du heute leider nicht. Tut mir leid. Aber es war auch unmöglich, Roman. Hä, klar, als ob ich hier 500 Euro zu verschenken habe. Und wenn man unten so Soil Sand draufpackt, ich glaube, das gibt einem dann nochmal die Möglichkeit, noch langsamer zu sein. So bewegt man sich mit dem Boot fort. Das ist auch richtig langsam. Guck mal, können wir sogar zusammen langsam reisen. Ist das nicht schön? Schön. Ah, ist der schön. Ganz entspannt. Tiefenentspannt sind wir. Da siehst du mal, wie viel Spaß man haben kann in Minecraft. Inzwischen checkst du richtig, wie das ganze Ding hier funktioniert. Du bist einfach eine Macherin geworden. So, und echte Macherinnen, die wohnen in einem Haus. Und deswegen habe ich uns etwas vorbereitet. Toni. Oh, und was? Bist du bereit für ein kleines Abenteuer? Ich bin bereit für ein kleines Abenteuer. Okay. Aber was für ein Abenteuer, Roman? Das Abenteuer heißt Mesa-Biom. Na? Was hältst du davon? Es sieht so krass aus. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir ein paar Sachen bauen. Beziehungsweise wir brauchen hier ein paar Sachen. Wir brauchen Blöcke und die bekommt man hier nur im Mesa-Biom. Das sind einmal die sehr dunklen Blöcke. Dann die gelben Blöcke, die du da hast. Die sind auch sehr wichtig. Plus wir brauchen die orangenen Blöcke, die gleich bei dir nebendran sozusagen sind. Diese Blöcke werden wir nämlich brauchen, um etwas zu bauen, wo ich dir nicht erzählen werde, was wir heute bauen werden. Und du musst herausfinden, was das ist, was werden wir bauen quasi. Oha. Und dann sehen wir uns gleich wieder in aller Frische, wenn wir hier gleich was ganz Besonderes bauen werden. Weil diese Mesa-Blöcke werden uns ganz genau dabei helfen. Das wird auf jeden Fall richtig cool werden. Wie fandest du es von 1 bis 10, Toni, Terrakotte zu sammeln in der Terrakotte-Wüste? Hat dir das Spaß gemacht? Also ich finde Abbau gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Es ist ganz, ganz entspannt eigentlich, aber so vom Action-Grad war es natürlich nicht genug. Du brauchst mehr Action. Okay, wir spielen jetzt ein Spiel, das gibt dir mehr Action. Finde heraus, wie das Haus heißt. Wenn du es nicht herausfindest, darf ich dich anzünden. Nein! Also. Zu viel Action, zu viel Action. Du musst jetzt hier das Haus herausfinden, okay? Ja, dieses Haus, das ich hier baue, das ist... Doch. Das ist weltbekannt sogar, dieses Haus, was ich hier baue. Ja. Du machst hier Patricks Höhle, Patricks Stein. Hä, was? Nein, gar nicht. Hä? Doch. Es gibt kein anderes Haus, was so aussieht. Doch, nee, was? Das ist doch kein Stein. Das ist doch eine... Das, was ich hier gebaut habe, ist ein Kackehaufen.
Du mit dem Kackehaufen vielleicht. Das ist dein Zuhause. Leider, tut mir leid. Du hast gedacht, es ist Patrick Stein, aber es ist Anzündzeit. Du musst dich löschen. Schnell, schnell, Toni. Such Wasser, such Wasser. Ich kann nicht mehr. Du hattest natürlich recht. Hey, aber das ist schon ein nices Haus von Patrick, muss ich sagen. Ne? Aber ey, du hast nicht gedacht, dass es ein Kackehaufen ist am Anfang, den ich gebaut habe, gell? Du hast ja so oft betont, dass es ein Haus ist. So. Ein Kackehaufen ist für mich kein Haus. Doch, in dem kann man auch leben. Hast du noch nie einen Kackehaufen mit einer Tür gesehen, wo man drin leben kann? Nee, eigentlich nicht. Okay. Ich auch nicht. Aber, Toni, wir haben noch nie so richtig dich so richtig was bauen lassen. So. Doch, ich habe schon die Switch gebaut. Ja, aber die hast du ja auch nur... Ich habe mal selber eine Brücke gebaut. Das war ein Brückenstrich. Jetzt hast du die Aufgabe, ein Haus von Thaddäus zu bauen mit dieser leicht gräulichen Terrakotta in einer Minute. Okay? Ich kann das nicht. Bist du bereit? Nein. 3, 2, 1. Thaddäus Haus bauen, eine Minute. Okay. Toni ist so konzentriert, sie redet nicht mehr. Kopf ist nur noch Platz zum Atmen und zum Bauen. Schnell, Toni, 17 Sekunden, schnell! Nein! Es geht um 500 Euro und eine Xbox, denk dran. Es geht ja nicht. 3, 2, 1. Doch, ich will noch. Ich bin wie bei so einer Klassenarbeit, wo man noch weiterschreiben will, warte. Hey, aufhören zu bauen! Hast du dein Handy da? Ich mache jetzt SpongeBob sein Haus in einer Minute, okay? Geht los, in 3, 2, 1. Okay. Okay, ich brauche noch irgendwas. 16? Ich habe keine grünen Blöcke. 3, 2, 1 und stopp! Und jetzt stopp! Tada! Na, wie findest du meine Ananas? Also ist das eher so eine runde Ananas geworden? Wie so ein goldener Apfel ist es ein bisschen eher geworden. Stimmt, ja. Es sieht aus wie so eine andere Frucht. Oder so eine Birne oder sowas. Ja, das stimmt. Wir haben jetzt recht schnell die Sachen gebaut. Aber wir bauen jetzt nochmal kurz zu Ende und dann geben wir euch nochmal einen kleinen Rundumblick über die fertigen Häuser. Wir geben uns nochmal richtig Mühe, gemeinsam mit Toni. Und dann zeigen wir euch unser fertiges Ergebnis. Wir gehen jetzt schlafen, Toni, und dann zeigen wir nächsten Tag, wie das Ding hier aussehen wird. Let's go! Oh yeah. Bis gleich! Okay, fertig! Toni, bist du bereit, dass wir es den Leuten zeigen? Sollen wir es den Leuten zeigen? Bist du bereit? Ich find's so cool, Leute. Ich find's so cool. Alter, okay, wir haben uns so viel Mühe gegeben, wirklich. 3, 2, 1, los! Tada! Hey! Wuhu! Tada! Das sind die Häuser. Ich muss sagen, die sind jetzt richtig nice geworden. Also, hey. Toni hat übrigens mit Vorlage gebaut. Vorlage. Sie hat eine Vorlage benutzt. Ah! Nein. Also ich finde, das ist ein richtig schönes Thaddäus-Haus geworden. Und man erkennt es. Ja, man erkennt es sofort, oder? Ja, voll. Und ich muss mir nur noch mal anschauen, wie das aussieht. Genau. Ey, warum hast du jetzt den Gehweg nicht fertig gemacht? Der ist ja, muss doch bis zu Patrick reichen. Meine Güte, Toni, machen! Entschuldigung, es tut mir leid. Nein, damit wollten wir einfach nur sagen, dass man, wenn man einmal im Mesa-Biom drin war, hat man tatsächlich die Möglichkeit, einfach SpongeBob, Thaddäus und Patrick sein Zuhause alle zusammen zu bauen. Und es gibt einem direkt ein schöneres Gefühl. Schau dir das an, wir wohnen in der Switch, wir haben Bikini Bottom neben uns und... Wir haben auch eine Achterbahn, die ganz schön hässlich aussieht. Wir müssen allgemein uns ein bisschen mehr um unsere Schönheit des Hauses kümmern. Deswegen. Ich finde es schön bei uns, Roman. Ich finde es wirklich schön, vor allem jetzt, wenn wir noch Bikini Bottom haben. Und ich finde es so krass, dass wir es einfach bauen konnten, nur mit diesem Zeug. Ja, und deswegen... Da muss man nur ein bisschen kreativ sein, Leute. Da muss man kreativ sein. Und jetzt wird es auch schon wieder dunkel. Damit ist Bikini Bottom gebaut. Wir haben heute viele lustige Sachen wieder gemacht. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben auf diese Folge, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der Zukunft. Hau rein, Leute. Und ciao! Ciao!